Ich bin hier in Berlin bei Sono Motors bei der Prototype Experience. Das ist der Prototyp Nummer 2, wird intern Pepper genannt. Man sieht eine neue Solarintegration, auch ein neues Finish an und für sich. Man sieht auch, dass man die Solarpaneele kaum noch sieht. Also wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und es gibt auch noch ein paar neue Details, die wir heute hier erfahren haben. Und zum einen werden wir jetzt gleich einmal eine Probefahrt machen und dann kann ich mich mit Mathieu über dieses Auto unterhalten. Mathieu ist der Solarexperte bei Sono Motors. Er ist verantwortlich für die Solarintegration und ich werde ihn natürlich auch löchern zu allen anderen Fragen rund um den Sion. Zum Hintergrund, ich habe natürlich auch andere Videos schon gemacht mit dem Sion. Die verlinke ich euch, schaut sie euch gerne an, um zu vergleichen, was sich getan hat und wo heute die Reise hingeht und was in Zukunft noch kommt. Ich bin Julien und ihr schaut Stromschlag. Viel Spaß! Beim Grünen fahren wir rechts raus, aber du kannst auch immer aufs Gas gehen. Ja, und jetzt weg wieder runter. Ja. Und dann siehst du hier die Rekuperation. Ja. Genau. Von hier raus. Ist der aktuell noch leistungsbegrenzt? 80% haben wir im Moment drin. Okay. So, und jetzt wird spannend gleich, wie schnell die MCU sich einschaltet, wie schnell wir die Solarintegration, dass sie sagt, sie arbeitet. Ja. Da jetzt haben wir schon 1 Watt, 74 Watt. Ah, ja. Das ist die Summe der Solarpanel und hier sehen wir das vom Dach. Ja. Heckklappe, Motorhaube, linke, rechte Seite. Man speist halt gleichzeitig immer noch in die Batterie ein und lädt die Batterie auf. Ja. Das Gute ist, dass es auch bei der Solarintegration ein kontinuierlicher Ladestrom ist, ja. Weswegen sich das auch nicht auf die Batterie auswirkt, ja. Negativ. Okay. Wir haben halt, also im Moment sind wir Maximum, also jetzt gerade nicht, aber ja. Wenn jetzt viel Sonne wäre, wären wir bei 500 Watt und bei 400 Volt entspricht das ungefähr 1,2 Ampere. Mhm. Wofür stehen denn hier die 3% Sonne und 50% Stecker? Das bedeutet, dass wir von diesen 3% haben wir durch die Solarintegration gewonnen und die 50% kommen durch den Stecker, basierend auf der Reichweite, die du da unten siehst, beziehungsweise der Ladung von der Batterie. Wenn du in einem anderen Display auf den Stecker klickst, also bei dem rechten, wenn man da einmal in der Leiste, genau, da siehst du das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter. Wir haben 53% Akkuleistung und da sieht man halt dann den gelben Balken, das sind diese 3%, die du links siehst. Okay, das heißt 50% also aus dem Akku von der Kapazität, genau. Und 3% aus der Sonne? Genau, und insgesamt 53%. Okay, aber das ist jetzt schon eine falsche Anzeige, oder? 36 Kilometer? 36 Kilometer passt nicht mit 53% Akku, das ist richtig. Gut, ah, spannende Ansicht. Kann ich die während der Fahrt offen lassen? Die kannst du auch während der Fahrt offen lassen. Und wenn wir jetzt reinfahren, sehen wir auch, dass es sich ausschaltet. Ach, der rollt aber lange aus. Ja, der bleibt mit der Rekuperation nicht stehen. Ah, okay. Sondern der bremst nur runter. Neben mir sitzt jetzt hier Markus Vollmer. Markus ist CTO bei Sono Motors. Markus, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und damit auch Rede und Antwort zu stehen. Markus, ihr habt ja 2 große Neuigkeiten vorgestellt. Das ist vor allem der Akku. Mehr Kapazität, andere Zellchemie und damit auch weitere Reichweite. Plus, man kann schneller aufladen. Magst du da mal kurz rübergehen? Ja, genau. Hallo erstmal zusammen. Ja, das war natürlich die, ich sag mal, Breaking News von heute. Wir haben die Batterie jetzt tatsächlich so zur Entscheidung gebracht, dass wir sie vergrößern von 35 Kilowattstunden auf 54 Kilowattstunden. Jeweils ein Riesenschritt. Jeweils brutto, genau. Das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen. Wir haben zugehört, was die Community möchte. 90%, etwas mehr als 90% wollen eine größere Batterie. Ja. Wir haben uns das natürlich genauer angeguckt. Wir haben sogar auch tatsächlich mal was gemessen aus dem Engineering heraus. Wir haben dann intern viel gesprochen, macht es Sinn, es zu vergrößern? Und ja, es macht Sinn. Wir wollen 2023 ein wettbewerbsfähiges Fahrzeug bringen und keinen Ladenhüter. Wir denken, dass die Reichweite bei 300 Kilometer plus X liegen muss. Die
hätten wir mit der vorherigen Batterie nicht hingekriegt. Jetzt mit der großen Batterie, 54 Kilowattstunden brutto, kriegen wir das hin. Wir müssen noch ein paar Optimierungen am Fahrzeug vornehmen, um die Effizienz zu verbessern, aber dann kriegen wir das hin. Wenn du sagst 305 Kilometer, ist das WLTP, also Normzyklus, oder reden wir da, ich kann mich erinnern, früher hieß es immer, bei 120 km/h so roundabout 220 Kilometer Reichweite. Worüber reden wir da? Nee, wir reden über den WLTP-Zyklus, der dann nochmal ordentlich gemessen wird. Der ist ja auch dann auszuweisen beim Fahrzeugverkauf und macht auch die Fahrzeuge miteinander vergleichbar. Wir denken aber, dass wir hier mit dem echten Fahrverhalten auch relativ nah dran liegen werden an dem WLTP, dass wir da sehr realistisch abschätzen. Weil du jetzt gerade sagtest, ihr versucht noch an der Effizienz zu schrauben, es ist ja also mein Lieblingsweg, mehr Reichweite zu generieren, ist gleiche Batteriekapazität und dafür in der Effizienz besser zu werden, um quasi ressourcenärmer Reichweite zu generieren. Was ist denn da so euer Zielwert? Auf was wollt ihr hin pro 100 Kilometer? Wir gucken, dass wir 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erreichen. Da muss noch ein bisschen was getan werden. Wir müssen an der Aerodynamik feilen. Das lässt sich im jetzigen Entwicklungsstadium gerade noch machen, dass wir da ein paar Optimierungen vornehmen. Das wird uns ein paar wenige Prozentpunkte bringen. Dann werden wir das Auto auf eine Diät schicken. Es wird also leichter werden müssen. Das ist das übliche EV-Problem, das haben alle elektrischen Fahrzeuge. Und wir aufgrund der Vergrößerung der Batterie noch mal mehr. Die größere Batterie ist leider auch ein bisschen schwerer. Das versuchen wir sogar überzukompensieren, also noch mehr leichter zu werden, als die neue Batterie schwerer ist. Wie viel ist denn die schwerer? Oh, das sind gute 100 Kilogramm. Das heißt, wir werden aus dem Fahrzeug über 100 Kilogramm an Gewicht versuchen rauszunehmen. Das ist gerade ein Thema, das beschäftigt die gesamte R&D-Organisation, weil jedes Modul dazu beitragen soll und auch will. Und wenn ich dann noch mal kurz einhaken darf, es ist ja auch ein Chemiewechsel. Ihr geht auf eine schwerere Zelltechnologie und gleichzeitig mehr Kapazität. Ja. Das heißt, überproportional deutlich schwererer Akku. Ne? Ja, kann man so nicht pauschal sagen. Also der neue Akku mit der neuen Chemie wird anders gepackt. Er ist dichter gepackt. Deswegen habe ich nicht automatisch deutlich mehr Volumen, was ich benötige. Ja, ich bin ein bisschen größer, aber nicht so viel, wie man denken würde. Und ich bin ein bisschen schwerer. Ich müsste aber eigentlich noch mehr schwerer sein. Okay, verstehe. Also da gibt es ein paar konstruktive Besonderheiten, die das Ganze für uns noch mal begünstigen und damit für den Kunden auch. Okay. 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer inklusive oder ohne Ladeverlust? Die Ladeverluste sind da schon mit einberechnet. Ja, da gehen wir so von, naja, was ist üblicherweise 7-9% aus. Als Daumenwert nimmt man meistens so 8%. Das ist auch eins unserer Optimierungspotenziale. Wir denken, dass wir hier sogar noch ein bisschen drunter liegen können. Wir haben sehr kurze Hochvoltleitungen aufgrund unseres Designs vorne im Motorraum. Alles liegt sehr nah beieinander. Die Steckerkomponenten, das bidirektionale Ladesystem und dann auch der Eingang zur Hochvoltbatterie. Also alles sehr kompakt gebaut. Was für ein CW-Wert strebt ihr da an? Irgendwas knapp über 0,3. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Wir können hier natürlich nicht zaubern. Das Auto ist groß, was viele Vorteile bietet, aber leider auch den Nachteil eines doch etwas höheren CW-Werts. Das ist halt ein Deal. Autoentwicklung ist häufig eine Kompromissfindung. Und hier bewegen wir uns auf so einem Terrain, wo wir halt den etwas höheren CW-Wert leider wohl in Kauf nehmen müssen, aber dafür halt viel Volumen haben. Wann kann ich als Konsument dieses Auto denn für wie viel Geld in Empfang nehmen? Wir planen den SOP für die erste Jahreshälfte 2023. Start of Production? Genau, das ist der Start of Production. Da wird es wirklich dann fertig gebaut, abholbar. Die ersten Leute, die das Auto in Empfang nehmen, werden die Community-Mitglieder sein, die ja auch schon angezahlt haben. Die müssen natürlich in den Genuss kommen. Und jeder, der jetzt danach bestellt, wird dann im weiteren Verlauf von 2023 sein Auto wahrscheinlich holen können für 25.500 Euro brutto. Das beinhaltet die größer gewordene Batterie. Da haben wir jetzt keine Preiserhöhung durch vornehmen müssen. Hat man als Konsument die Möglichkeit auf den BAFA-Bonus, den Umweltbonus, Elektroauto-Bonus bei euch? Möglicherweise. Wir wissen nicht, ob es den in 2023 oder wann auch immer bestellt oder gezahlt und dann eventuell abgerufen wird, ob es den dann noch gibt.
können wir nicht versprechen in der jetzigen Situation. Wenn es den noch gibt, kann man den auch in Anspruch nehmen. Wir können dann davon ausgehen, dass zumindest mal die 6.000 Euro seitens des Staates in Anspruch genommen werden können. Ob die Bonuszuzahlung oder dieser Bonuszuschuss seitens des OEMs kommt, können wir noch nicht sagen. Da müssen wir noch mal genauer rechnen. Okay. Ihr fahrt eine ganz klare One-Product-Strategy. Das Auto ist schwarz. Es erinnert an einen berühmten Spruch. Solange es schwarz ist, kannst du es haben. Das Einzige, was optional ist, ist die Anhängerkupplung, die aber nachrüstbar ist, wenn man sie nicht dazu bestellt. Kannst du dazu kurz was sagen, warum die später kommt und sowas? Jedes Fahrzeug hat die Vorrüstung für die Anhängerkupplung, weil jedes Fahrzeug ist wirklich genau gleich in allem. Ja. Und auch diese größere Batterie ist in allen Fahrzeugen drin und auch da gibt es keine Wahlmöglichkeit. So, und die Anhängerkupplung, die ist hinten an einem Querträger befestigt, das kommt in jedes Fahrzeug und die Käuferin oder der Käufer kann sich dann entscheiden, ja, ich will eine Anhängerkupplung im Zubehörmarkt dazu kaufen, kann die dann anstöpseln. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Okay. Cool. Neben mir sitzt Mathieu Bauderie. Mathieu ist bei Sono Motors Chef der Solarintegration. Mathieu, danke für das Gespräch. Was hat sich denn noch geändert, abgesehen von den beiden Sachen? So, was hat noch geändert, ist, wie wir haben diese Integration von Solar gemacht. So, zum Beispiel in die erste Generation, wir hatten noch so die Karosserieteile und dann die Photovoltaikmodule sozusagen zusammengeklebt. Das war echt zwei Teile zusammengeklebt, um diesen Prototyp zu machen. Seitdem, was wir haben gemacht, ist die Weiterentwicklung von unserer Serientechnologie. Und was ist komplett anders ist, und was man sieht es mit diesen Prototypen, dass die Solar und die Karosserie sind nur eine Teile. So, wir machen gleichzeitig die Karosserie und die Solar. Und es hat viele Vorteile. Von Gewicht ist viel leichter, von ästhetisch ist auch schon viel besser aus. So, man kann sehen. Und dann auch ist sehr serienmäßig in der Gefühl, wie es funktioniert, ist voll funktional. So kann man auch in Infotainment sehen, wie es funktioniert. Und das war nicht der Fall in die ersten Prototypen. So, das haben wir weiterentwickelt und kann man schon sehen an diesem Prototyp. Ja, also man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Es fühlt sich ganz anders an. Es ist nach wie vor ein Prototyp, Prototyp Generation 2. Ja. Kannst du ein bisschen was zu der Solarintegration erzählen? Also wie funktioniert das? Kann man die an die heimische Solaranlage integrieren? Kann ich, wenn ich campe, ein zusätzliches Solarpanel anschalten? Also wie funktioniert das gesamte System? So, es funktioniert vollautomatisch. So, das heißt, du hast diese Solarpaneele als Karosserieteile von Auto und sobald ist das Auto draußen mit Licht von der Sonne oder auch wie heute ein wolkiger Tag, funktioniert auch und dann dieses Licht ist direkt konvertiert in Strom und dieser Strom geht direkt an die Batterie. Dann dieser Strom kann man nutzen, während wir fahren, aber auch wenn wir fahren nicht, dann es lädt einfach die Batterie und dann können wir für Camping zum Beispiel dann diese Energie nutzen. Also wir haben diese bidirektionale Ladung auch, dann können wir die Energie rausnehmen von das Auto für was du willst im Camping, was du brauchst. So. Elektro-Barbecue, ähnlicher. Und über wie viel Leistung reden wir da? Also so, ich glaube, anfangs hieß es 1,2 kW im Peak. So, wir haben von Solarzellen 1,2 kW Peak Solarzellen installiert in diesem Auto. Aber dann ist es klar, nicht alle Teile von Auto sind immer direkt an der Sonne. Es gibt immer eine Teile, die ist eigentlich in Schatten. So, wir haben von Leistung schon gemessen und ein paar Videos auf unsere Community geschickt. Und wir haben schon gemessen so bis 500 Watt. Und wir wissen, mit sehr guten Konditionen können wir sogar besser haben, so 600 oder vielleicht sogar 700 Watt Peak direkt von der Sonne an die Batterie haben. Okay, aber das heißt, um da nochmal reinzubohren in das Thema, die Solaranlage, wie sie auf dem Sion existiert, ist ein System. Ich kann sie nicht erweitern, indem ich zum Beispiel in den Typ 2 Eingang noch eine andere Solaranlage dazu schalte. Nein. Okay. Nein. So, wir haben unsere Solaranlage und dann von Eingang kommt es nur von Ladesäule oder Wallbox zu Hause oder ähnliches. Das ist auch ein Problem von Sicherheit. So, wir müssen sicher sein, dass die Leute können hier nicht eine zu große Solaranlage konnektieren an das Auto. So.
Klar. Müssen wir so machen. Okay. Aber kann ich das Auto laden und gleichzeitig entladen? Also zum Beispiel, ich lade es daheim über die Wallbox, also AC-Fall oder DC, vielleicht ist das ein Unterschied, kannst du sagen. Und kann ich gleichzeitig aus dem Female AC oder aus dem Schuko rausnehmen? Ja, voll bidirektional. So. Also gleichzeitig aufladen und entladen? Ja, es gibt kein Problem. Mhm. Funktioniert die PV-Anlage auch während ich lade? Ja. Ja, die funktioniert immer? Komplett, ist komplett unabhängig und funktioniert immer. Das ist nur Energiemanagement. Mathieu, was ist denn der Vorteil in Kilometern an Reichweite, die man erhält durch das Solar? Also was bringt mir das als Nutzer? Okay, also wenn wir sprechen zum Beispiel, nehmen wir München, die Hauptstadt von Sono Motors. Es bringt im Durchschnitt 112 Kilometer pro Woche. Und wenn wir sagen Durchschnitt wegen Konditionen. So im Durchschnitt heißt, jeder Tag ist nicht voll sonnig und jeder Tag ist nicht voll wolkig. So im Durchschnitt haben wir das und wir nehmen auch alle die Konditionen rund das Auto. So zum Beispiel, wir haben Schatten von Gebäuden und so weiter und so weiter. Und sogar so haben wir diese 112 Kilometer pro Woche in Durchschnittkonditionen, dann in sehr guten Tag zum Beispiel, einen sehr guten Tag in München können wir bis zu 35 Kilometer haben pro Tag. Okay. Bedeutet das, ich kann, wenn ich je Woche unter 100 Kilometer fahre, ein Auto, ein Elektroauto haben, was ich nie nachladen muss? Ja, das ist der Konzept eigentlich und haben wir schon gemessen mit dieser zweiten Prototyp, wie es funktioniert und funktioniert echt gut wie geplant. Das heißt, dass ja, wenn du fährst 100 Kilometer pro Woche, dann kannst du voll mit Solar bewegen. Außer im Winter natürlich dann, ne? Ja, im Winter ist ein bisschen wenig, aber funktioniert auch. Kann man die Solarpaneele frei erwerben, die hier verbaut? So, wenn es ist, um das Auto zu reparieren, ja, außer das nicht. So, das ist, die Solarpaneele sind speziell für dieses Auto gemacht und die Garantie geht auch speziell für diese Nutzung für unsere Auto. Mathieu, vielen Dank. Sehr gerne. Freut mich sehr, dass du mir hier die Fragen beantwortet hast, die Zeit genommen hast und bin gespannt, wie sich das Solar-Integrationskonzept weiterentwickelt und ob man es wirklich irgendwann überhaupt nicht mehr von Lack unterscheiden kann. Es wird ja wirklich, wie man hier auch an diesen Paneelen hinter uns ja sieht, immer unsichtbarer. Bin mal gespannt, wie viel Magie du noch zaubern kannst. Super, danke Mathieu, dir. Mathieu, merci mir. De rien, merci à toi. Hat der Sion eine App-Klimatisierungsfunktion zum Heizen und Vorkühlen des Innenraums? Ja. Innenraum und natürlich auch die Hochvoltbatterie. Cool. Wo kommt das Moos her, das ihr da drin habt? Islandmoos ist es. Ob es da wirklich herkommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, aber ihr werdet keine Samen dafür anbieten, dass man das zu Hause hochzieht? Dass man züchten kann, das wäre noch ein Modell, was man machen könnte. Danke für den Tipp. Gerne. Ihr dürft es dann Julien-Packung nennen oder sowas. Gerne. Nein, Quatsch. Die Sitze, Rückbank hinten, sind die umklappbar, ja. Verschiebbar? Nein. Umklappbar und dann immer noch gleiche Höhe mit dem Kofferraumboden. Okay. Das war auch großer Wunsch immer von der Community. Und ich habe gesehen, man kann auch unten nochmal quasi den Kofferraum tiefer machen. Ja. Genau. Wie viel hat man da an Volumen? Das sind nach unserer Rechnung 650 Liter. Ja. Kriege ich dadurch hin, dass ich den Kofferraumboden halt auch rausnehme, irgendwo in der Garage abstelle und einen riesigen Raum habe. Ich muss die Sitze dazu noch nicht umklappen, wenn ich die umklappe, habe ich noch mehr. Was absolut wichtig ist, generell bei Autos, ist, wie sicher sind sie, wenn es mal knallt? Was reden wir über NCAP-Sterne, Crashtest? NCAP-Sterne können wir noch keine Aussage machen. NCAP ist jetzt aber nicht unbedingt eine direkte Darstellung der Crash-Sicherheit im Sinne der Strukturfestigkeit. Für uns ist jetzt erstmal primär wichtig, dass wir die Struktur-Crash-Sicherheit sehr hoch und sehr gut auslegen. Wir wollen halt nicht, dass irgendeine Fahrgastzelle mal kollabiert, wenn es mal zu solch einem unangenehmen Unfall kommt. Wir haben bereits simuliert und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir uns da auf einer echt sicheren Seite befinden mit unserer Crash-Sicherheit hinsichtlich der Struktur. Kannst du eine Nummer nennen? 4 Sterne habe ich mal gehört, dieses am Anfang strebt ihr an. Ist das nach wie vor noch aktuell? Das kann man nicht direkt sagen. Also 3 kriegen wir, da sind wir uns ziemlich sicher. Ob wir 4 kriegen, wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, das hat nicht direkt mit der Crash-Sicherheit Struktur zu tun. Sternebewertungen verändern sich über die Zeit, die werden immer weiter angepasst. Ja. Berücksichtigen immer mehr die elektrischen Assistenzsysteme.
die halt Crash vermeiden oder einen Crash durch eine Notbremsung irgendwie ein bisschen abmindern. Mhm. Das sind heute Dinge, die für die Sterneerreichung fast noch wichtiger sind als der Strukturcrash. Kommen wir mal zu den Außenmaßen. Ihr habt gesagt, 16 cm länger wird die Fronthaube, die Vorderpartie, der Kinnpartie sozusagen des Autos. Ja. Ändert sich noch was? Wie breit ist das Auto? Wie lang mit angeklappten Spiegeln ohne? Die Dimensionen ändern sich außer der Länge nicht. Alles andere bleibt so. Die 16 cm kommen übrigens auch daher, dass wir auf der Crash-Sicherheit noch mehr auf die sichere Seite wollen. Ansonsten, wir sind dann, was war das, 4567 mm lang, knapp 1,62 Meter hoch, Breite, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ihr seht es hier eingeblendet. Hat das Auto Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzlüftung und eine Wärmepumpe? Nein, alles leider nein. Das kriegen wir in dem Preissegment nicht angeboten, vor allem die Sitzlüftung nicht, Wärmepumpe nicht. Das wäre sicherlich nochmal ein Effizienzthema. Mhm. Wärmeheizung, also Sitzheizung gucken wir gerade noch, aber Lenkradheizung auch definitiv nein. Mhm. Okay. Ist auch ein starker Stromverbraucher hinsichtlich Hochvoltbatterie. Das sparen wir uns auch in dem Sinne, dass wir dann lieber mehr Reichweite generieren. Hat der Sion ein Tempomat? Ja, er wird ein Tempomat haben und mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen. Okay, das heißt, ob Abstandsregelung oder was auch immer, müssen wir uns wohl noch gedulden. Lassen wir uns überraschen. Parksensoren, Kamera zum Einparken, habt ihr sowas? Ja, Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera. Ja, auch das natürlich dann eine Variante, alles standardmäßig. Mhm. Over the Air geht natürlich über WLAN. Hat das Auto auch WLAN für die Insassen? Bluetooth für die Insassen? Ja. Ja? Ja. Das heißt, der Sion ist ein Solar- WLAN-Hotspot auf vier Rädern? Ja, ganz genau. Brauche ich dann Tarif für oder schenkt ihr mir 5 Jahre Telekom? Nee. Beziehungsweise ich kaufe es natürlich. Also idealerweise koppelt man sich mit seinem Handy an, aber dazu wird es noch irgendeinen Tarif geben. Das ist noch nicht genau ausdetailliert, wie der dann aussieht. Okay. Kann ich im Auto ein State of Health, also wie gesund und wie viel Kapazität hat die Batterie noch, sehen, die Reichweite in Kilometer, in Prozent, Ladepower in Kilometer und Kilowatt und sind diese ganzen Daten noch API-fähig, also für Drittparty-Apps oder für eure eigene App? Also es wird alles das, was ich sag mal standardmäßig verfügbar ist, auch hier verfügbar sein, insbesondere natürlich SOC, Restreichweite auch in Kilometern. Was darüber hinaus kommt, müssen wir nochmal schauen, das ist dann Detaillierungsarbeit, wo wir gerade noch dran sind. Aber es ist wahrscheinlich auch alles over the air Änderung. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Kann ich die DC und oder AC Ladeleistung regeln? Kann ich dem Auto sagen, pass auf, du wirst hier bei Schuko geladen, wir sind bei meinen Großeltern in der Garage, die Spinne aus der Steckdose muss ich schon rausnehmen, nimm dir bitte nur 8 Ampere. Das ist in Planung, ja. Okay. Dass wir da das Haussystem nicht überfordern. Ja. Okay. Und kann ich das selber auch mit AC machen? Sagen, gönn dir statt 11 kW kann der ja laden. Der kann 11 bitte nur 7 oder sowas, kann ich das regeln? Das ist ebenfalls in Planung, ja, genau. Okay. Wann kommt denn der Sion? Erste Hälfte 2023, SOP. Kann man den dann bei euch abholen oder bringt ihr den vorbei? Genau, also abholen in München, denke ich, geht immer, aber abholen aus Trollhättan geht auch immer direkt aus der Fabrik, was zwischendurch passiert, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Alles klar, gut. Ich danke dir vielmals, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und das Stackkartell mitgemacht hast. Sehr interessant und ich wünsche euch nach wie vor viel Erfolg. Alles klar, danke. Ja, das waren die Interviews mit Mathieu und Markus von Sono Motors. Wir haben gesprochen über die Version 2 des Prototypen des Sion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit Leuten, die es interessieren könnte und über ein Abo meines Kanals freue ich mich natürlich auch sehr. Ist, wo kommt es eigentlich her? Mhm. Es kommt her von der Community. Also all die Leute da draußen,